Ein liebes Willkommen auf meinem Kanal. Gerade in den aktuellen Zeiten erhöht sich die Schwingungsebene bei sehr vielen Menschen. Viele Menschen haben das Gefühl zu erwachen. Ich stelle dir in diesem Video 10 Dinge vor, die auftreten können, wenn sich deine persönliche Energie erhöht. Die Zeichen für deine Schwingungserhöhung. Erstens. Du umgibst dich mit Menschen, die authentisch und echt sind. Menschen, deren Worte mit ihren Taten und ihrem Leben übereinstimmen. Die Masken fallen. Zweitens. Dein Essverhalten ändert sich. Es kann sein, dass du keine tierischen Produkte mehr essen möchtest, diese auch nicht mehr verträgst. Ebenso verhält es sich mit Fastfood. Reine und hochwertige Ernährung wird dir immer wichtiger. Drittens. Du bist öfter in der Natur und du spürst, wie du in der Natur Kraft und neue Energie tanken kannst. Sie tut dir gut und du genießt es, in der Natur zu sein. Du bist naturverbundener. Viertens. Da du nun eine andere Energie ausstrahlst, ist es nun nur natürlich, dass andere Menschen nun auf eine andere Weise auf dich reagieren. Menschen werden dich unerwartet anlächeln und dir entgegenkommen. Jedoch gibt es auch jene Personen, die deine Aura nun regelrecht triggert, was wiederum auch beinahe feindseliges Verhalten auslösen kann. Sie verstehen es nicht und können damit nicht umgehen. Nun ist auch die Zeit, wo auch Menschen aus dem Bekannten- und Freundeskreis sich entfernen, wenn die Energien nicht mehr passen. Paare trennen sich. Dafür finden sich nun andere Menschen und auch andere Paarkombinationen treten auf. Aus Freunden können Pärchen werden. In langjährigen Freundschaften können Kontaktabbrüche stattfinden. Doch man findet dann andere Menschen, welche auf derselben oder einer höheren Ebene schwingen. Fünftens. Du erkennst Manipulationen und Lügen leichter, nicht nur in den Medien, aber vor allem natürlich dort. Doch auch im direkten Kontakt mit deinem Umfeld spürst du immer mehr und immer besser, wie Menschen ticken. Sechstens. Es ist möglich, dass du nun an den verschiedensten Stellen im Körper Schmerzen hast. Jedoch immer nur kurzzeitig und diese Stellen wechseln immer. Dadurch können auch Blockaden und Themen deines Lebens gelöst werden. Siebtens. Materielles bedeutet dir immer weniger. Du merkst, dass je weniger du besitzt, du dich umso freier und umso glücklicher fühlst. Achtens. Du achtest immer öfter darauf, dass du nachhaltig lebst. Also öfter mal etwas reparierst, statt neu kaufst, in Second-Hand-Shops stöberst, vielleicht beginnst plastikfrei oder verpackungsfrei einzukaufen oder selbst auch deine eigenen Sachen weitergibst, verschenkst oder verkaufst oder auch tauscht. Dinge, die du vorher vielleicht weggeworfen hast. Neuntens. Du machst dich immer weniger vom Außen abhängig, indem du spürst, wie viel Fülle du bereits in dir trägst. Zehntens. Möglicherweise empfindest du körperliche Berührungen nun intensiver. Elftens. Du hast deinen eigenen Weg gefunden oder bist auf dem Weg dorthin. Auf jeden Fall hast du nun festgestellt, dass ein normales Leben dich nicht erfüllt. Zwölftens. Du gibst die Verantwortung für dein Leben nicht mehr ab. Du hast verstanden, dass du alleine für dein Leben verantwortlich bist. 13. Du selbst wirst authentischer, nimmst dich für andere weniger zurück, bist geradliniger. 14. Dein Gerechtigkeitssinn wird verstärkt. 15. Zeiten, in denen einiges im Leben passiert und vieles stockt, können sich extra rasch mit Zeiten abwechseln, wo alles im Fluss ist und alles, was man vorhat, ungehindert und voller Elan voranpirscht. 16. Du hältst Menschen nur mehr in einem bestimmten Ausmaß aus. Wenn du alleine bist, bist du aber nicht einsam. Auch hier genießt du die Ruhe und das Alleinsein. 17. Persönliche Themen kommen hoch und Blockaden dazu werden gelöst. Oft sind dies sogar Blockaden, welche Jahre oder Jahrzehnte in dir schlummerten und immer wieder zwischendurch hochkamen. Nun werden diese konkret angesehen. Und ja, auch jetzt tut es weh. Und es ist sehr intensiv.
Aber dafür geht es oft auch sehr schnell vorbei. Und das bisher schlummernde Geschwür, welches im Verborgenen vor sich hin eiterte, kann nun auf eine gesunde Weise heilen. 18. Mechanismen, welche die Realität wegschieben, sie unterdrücken und verschleiern, wie zum Beispiel viel Alkohol zu trinken, oft auszugehen, sich einen Film nach dem anderen anzusehen, also permanent vor der Realität zu fliehen, hören auf. Natürlich siehst du dir nach wie vor noch Filme an und triffst Freunde, aber du drückst deine eigenen Themen nicht mehr ununterbrochen zur Seite. Verhaltensweisen, die deinen Körper nicht gut tun, werden weniger, wie eben Alkohol oder Zigaretten beispielsweise. 19. Du stehst immer mehr zu dir. Du lebst immer mehr das Leben, wie du es dir wirklich vorstellst. Dein Leben. Und weiß man, was man möchte, manifestieren sich auch die Wünsche schneller. Vielleicht treffen nicht alle Punkte auf dich und deine aktuelle Situation zu, doch je mehr übereinstimmen, umso sicherer kann man davon ausgehen, dass sich deine Schwingung nun gerade erhöht hat oder eben gerade dabei ist, dich in naher Zukunft auf eine höhere Ebene zu schwingen. Danke für deine Zeit.